Kennt ihr das, wenn ihr stundenlang auf einen Anruf wartet und es wird einfach nicht angerufen? Ihr starrt euer Handy an, ihr starrt da drauf und es kommt einfach kein Anruf. Es gibt doch echt nichts Schlimmeres, oder? Aber was kann man dagegen tun? Gar nichts. Wenn derjenige, der anrufen soll, einfach nicht anruft, dann ruft er einfach nicht an und das nervt. Es nervt einfach so tierisch und man kann einfach nichts machen. Ja, hallo? Ach, hi. Ja, ich habe schon deinen Anruf erwartet. Ha, ja. Ah, na, alles klar bei dir? Ja. Ah, ja, ja. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ha, ja. Die Sonne scheint, es ist geiles Wetter, es ist warm draußen. Was will man mehr? Ach, ja. Okay. Ah, ja. Ja, heute mal gucken, was ich heute mache. Vielleicht ein bisschen rausgehen, spazieren laufen oder so. Bei dem schönen Wetter, das muss man ja ausnutzen. Okay. Nächste Woche? Ja, klar, ich melde mich dann einfach mal bei dir und dann macht man einfach was aus und dann können wir ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen plaudern. Ja? Okay. Dann freue ich mich. Okay. Ja, grüß deine Familie noch und einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ja, danke. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Oh, was lange währt, wird endlich wahr. Eine Stunde habe ich jetzt gewartet. Eine Stunde. Und ich bin total am Ende mit meinen Nerven. Ja, total. Ja, Leute, ihr habt euch doch jetzt sicher gewundert, mit was ich denn telefoniert habe. An der Seite fährt es die ganze Zeit raus, dann fährt es wieder rein. Was war denn das nur? Es war, tada, das Samsung Galaxy S4 Zoom. Yeah! Ihr habt richtig gehört, das Samsung Galaxy S4 Zoom. Und zwar, es ist ein Handy und eine Digicam mit Objektiv. Okay, ich muss euch was beichten. Es ist nicht das Original Samsung Galaxy S4 Zoom. Es ist einfach die Do-It-Yourself-Version. Ja, die Do-It-Yourself-Version. Die habe ich einfach mal heute Morgen schnell erfunden. Und zwar einfach mein Handy, meine Digicam und ein bisschen Tesa miteinander verbunden und bam, habe ich die Do-It-Yourself-Version des Samsung Galaxy S4 Zoom. Der Nachteil ist einfach, ja, ihr seht gar nicht, was ihr fotografiert. Ha, geil, oder? Ja, aber es heißt ja immer, Schnappschüsse sind die besten Bilder. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.